und Andreas Schwarz. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, als der liebe Gott die Schöpfung und die Welt erschaffen hat und auch den Menschen erschaffen hat, Herr Hilse, war er müde. Das entschuldigt manches. Meine Damen und Herren, wer lange genug in der Politik ist, der weiß, selten kann man so richtig zufrieden sein mit dem Erreichten. Und ich will ganz, ganz klar sagen, der Kompromiss ist auch unverzichtbar in der Demokratie. Und John F. Kennedy hat es auf den Punkt gebracht, der mal gesagt hat, und es passt auch zur Debattenlage in unserem Land, einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden. Aber wenn ich auf den Einzelplan von Bundesumweltministerin Svenja Schulze blicke, dann kann ich an meinen Kollegen, vor allen Dingen von der Union, nur eines sagen, Ingo Gädichens, das haben wir ordentlich hingekriegt und das war auch gut so. Und warum ist das so? Der Haushalt des Umweltministeriums wurde in den letzten beiden Jahren bereits deutlich besser ausgestattet als in der Vergangenheit. Mit dem Haushalt 2020 haben wir die Situation nochmals deutlich verbessern können. Und gerne verrate ich Ihnen auch, wie wir das geschafft haben. Die Ausgaben im Einzelplan 16 steigen von 2,28 Milliarden auf nahezu 3 Milliarden. Und da sind auch viele Investitionen in Umwelt- und Klimaschutz enthalten. Und wir sollten zudem nicht vergessen, obendrauf kommen zusätzlich noch ressortübergreifende und milliardenschwere Maßnahmen aus dem Energie- und Klimafonds. Und gerne plaudere ich hier auch mal aus dem Nähkästchen. Erstens, wir verstärken das Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 und den Klimaschutzplan um zusätzliche 7 Millionen Euro. Zweitens, Europäische Klimaschutzinitiative wird um 9 Millionen Euro erhöht. Drittens, die Exportinitiative in grüne und nachhaltige Umweltinfrastruktur erhöhen wir sogar um 10 Millionen, jetzt auf 15 Millionen Euro. Und ist es das schon gewesen? Ministerin Svenja Schulze und ich und auch mein Kollege Andi Mattfeld von der Union, wir teilen eine große Leidenschaft. Und zwar ist es der Kampf gegen die Vermüllung mit Plastik unserer Meere. Da konnten wir bereits im letzten Haushalt ein Meeresmüllbekämpfungsprogramm auflegen, das richtig gut anläuft. Und wenn etwas funktioniert, Never Change a Winning System, dann stärken wir Haushälter dieses System natürlich auch. Und wir satteln nochmals 15 Millionen Euro in den kommenden Jahren hier drauf. Und auch die Investitionen in den Klimaschutz im Ausland, auch da werden wir unsere internationalen Verpflichtungen, kommen wir hier nach, auch hier werden nochmal 100 Millionen Euro zusätzlich hineinfließen. Liebe Svenja Schulze, es gibt Fraktionen im Bundestag, die reden nur vom Klima- und Umweltschutz. Wir können für uns beanspruchen, wir machen den sogar. Was können Menschen und Natur von uns noch erwarten? Erstens, Artenschutz steht bei uns in Deutschland ganz vorne. Das Bundesprogramm Biologische Vielfalt und damit verbundene Insektenschutzprogramme wurden bereits im Entwurf von Olaf Scholz um 8 Millionen Euro gestärkt. Und in der Bereinigungssitzungsnacht konnten wir noch mal 2 Millionen oben aufpacken. Zweitens, wir verdoppeln den Wildnisfonds von 10 Millionen auf 20 Millionen Euro. Und ich freue mich, weil viele Kolleginnen und Kollegen mich darauf ansprachen, dass wir jetzt auch es geschafft haben, das blaue Band bis 2023 ordentlich auszufinanzieren. Und noch ganz kurz einige Worte zum EKF. Das größte Projekt des Bundesumweltministeriums, eine CO2-freie Industrie, wächst von 15 Millionen jetzt in 2020 auf 80 Millionen und in den kommenden Jahren sogar auf 626 Millionen Euro. Das ist ein Meilenstein in der Umstellung unserer Industrie und auch eine große und aktive Industriepolitik. Aber wir investieren auch einen hohen zweistelligen Betrag in unsere Wälder und in unsere Moore. Beides unverzichtbare Elemente beim Erreichen unserer Klimaziele. Und meine Damen und Herren, noch ein tolles Programm zum Schluss. Und diese Nachricht ist eine besondere Freude für mich, auch vor dem Hintergrund, dass ich mal Bürgermeister war. Mit dem Kollegen Andreas Mattfeld konnte ich erreichen, dass wir im EKF 100 Millionen Euro in die Zukunft, in die Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel investieren. Hier erwarten wir natürlich vom Bundesinnenministerium eine zügige und unbürokratische Umsetzung.
Nicht nur die Bürgermeister in Deutschland freuen sich auf dieses Programm, sondern auch die Menschen in den Städten und Gemeinden werden hier letztendlich auch mitgenommen. Man sieht, wir gehen mit Mut und Tatkraft an die Umweltpolitik. Wir arbeiten nicht mit Angst. Und man merkt, Politik kann so furchtbar praktisch sein. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank, Andreas Schwarz. Nächste Rednerin, Ulla Innen.